Wir stellen euch ein Tool vor, das ihr für Ideensammlung nutzen könnt. TreeSide ist ein Tool, das ermöglicht, Ideen zusammenzutragen und Abstimmungen in Gruppen zu organisieren. Dabei kann jeder und jede die eigenen Pro- und Kontra-Argumente einbringen. Um auf die Seite zu kommen, gebt ihr in eurem Browser www.treesider.com ein. Nun landet ihr auf der Homepage von TreeSider. Hier geht's los. Einfach auf Crowdsourcing klicken. Kostenlos und ohne Anmeldung könnt ihr es nutzen. Im ersten Schritt gebt ihr hier eure Frage ein. Wir zeigen es euch am Beispiel einer Jugendfreizeit. Die Frage könnte lauten: Welche Workshops wünschst du dir für das Sommerferienprogramm? Optional könnt ihr erste Antworten vorgeben, da es für Jugendliche einfacher ist, wenn bereits Ideen vorhanden sind. Tipp: Mit W-Fragen regt ihr die Diskussion an. Beispielsweise: Wie wäre es mit Jutebeutel designen? Dann speichern und weiter. Um die Jugendlichen zu der Teilnahme zu motivieren, könnt ihr im zweiten Schritt optional ein Gewinnspiel hinzufügen. Die Preise werden am Ende vom System automatisch ermittelt. Die meistgenannte Idee wird anhand der Stimmanzahl bestimmt. Oder einfach überspringen. Im nächsten Schritt könnt ihr euch entscheiden, wie ihr die Umfrage verbreiten möchtet. Eine Möglichkeit wäre, die TreeSider-Umfrage über euren Blog oder eure Website zu veröffentlichen. Oder ihr ladet die Jugendlichen via Facebook, E-Mail, Twitter oder ähnlichen Messenger-Diensten mit dem URL-Link ein. Die dritte Möglichkeit wäre, den Beitrag weltweit auf der TreeSider Ideaspace zu veröffentlichen. Im vierten Schritt könnt ihr optional einen TreeSider-Account erstellen, um die Frage später zu bearbeiten und leichter wiederzufinden. Jetzt könnt ihr eine Beschreibung zu eurer Frage formulieren, um den Jugendlichen Hintergrundinformationen zu liefern und deine Umfrage zu konkretisieren. Hier könnt ihr es am Beispiel unseres Sommerferienprogramms sehen. Zum Abschluss entscheidet ihr euch für ein Datum der Deadline. Nach Ablauf der Zeit können keine Ideen und Stimmen mehr abgegeben werden. Nun kann das Ergebnis mitgeteilt werden. Ein Tipp: Zeitlich begrenzte Umfragen geben den Jugendlichen einen Rahmen. Und los geht's, teilt die Umfrage und ladet die Jugendlichen ein. Jetzt sind die Jugendlichen an der Reihe und können ihre eigenen Ideen einbringen. Dazu ist keine Registrierung nötig. Außerdem müssen sie keinen Namen angeben und können somit anonym abstimmen. Ein Tipp: Wenn ihr zuerst eine Idee erstellt, wird die Kreativität der Jugendlichen erhöht. Optional können die Jugendlichen Bilddateien hinzufügen. Dadurch bekommt sie eine bessere Vorstellung der Ideen. Hier können die Jugendlichen den Ideen ihre Stimme geben. Die Ideen können mit positiven oder negativen Argumenten belegt werden. Auch diese Argumente können geliked werden. Das Sternsymbol zeigt auf Anhieb, welche Idee auf dem ersten Rang liegt. Am Seitenende kann die gesamte Umfrage kommentiert werden, um beispielsweise eine Rückmeldung zu geben. Ganz unten auf der Website könnt ihr die Einstellungen ändern. Es können die Ideenbeiträge und Abstimmungen eingeschränkt sowie der Passwortschutz eingerichtet werden. Außerdem ist es möglich, das Design zu ändern, um die Jugendlichen noch mehr anzusprechen. Wenn ihr euch für die Statistik eurer Umfrage interessiert, hier ist sie zu finden. Dies ermöglicht eine Auswertung, gegebenenfalls auch durch die Jugendlichen selbst. Es besteht die Möglichkeit, eure Umfrage weltweit zu veröffentlichen. Die Jugendlichen haben optional die Möglichkeit, regelmäßig über neue Beiträge informiert zu werden. TreeSider ist eine gute Möglichkeit, Brainstorming zu betreiben und Ideen zu sammeln. Außerdem kommt man auf ein faires Ergebnis. Viel Spaß beim Ausprobieren!